Herzlich willkommen, du Dragon Ball Z-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Folge Dragon Ball Z Kakarott eingeschaltet hast. Heute sind wir mal wieder ein bisschen am Trainieren, oder? Was wollte ich eigentlich machen? Ich habe Ginyu. Wir können mal ein bisschen Nebenquest machen, ne? Könnten wir eigentlich wirklich machen. Ja, dann machen wir das einfach mal hier ein bisschen Nebenquest. Einfach mal ein bisschen rumfliegen, neben Questen und einfach mal ein bisschen abspacken hier. Einfach ein bisschen rumfliegen, ein bisschen mal wieder nach den ganzen Story-Reichen. Ach, die schon wieder. Bitte rette mich, diese Freaks sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Ja, logisch, die Köchin, machen wir doch. Können wir eigentlich Dingens mitnehmen? Keine Angst, um die kümmere ich mich. Jö, wir müssten doch eigentlich noch ein paar Krieger mitnehmen können, ne? Oh. Wow, was sind die eigentlich so heftig, ne? Okay, zack, komm. Perfekt. Hau man da schon mal so ein bisschen was runter. Bam, jawohl. Ja, ich muss mal Krillin oder sowas noch mitnehmen, ne? Vielleicht Krillin oder... könnte man noch mitnehmen. Egal, wir haben sie erstmal besiegt. Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Oh, vielen lieben Dank. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Moment mal, wer bist du? Was? Ach, ich bin Son Gohan. So wie meine Haare aussehen, hast du mich wohl nicht erkannt. Du hast recht. Du bist wirklich... Wow, du wirkst wirklich ganz anders. Haha, ja, es ist viel passiert. Du wirst aber ganz schön oft angegriffen. Das ist einfach furchtbar. Meinst du, es liegt wieder an meinem Essen? Riecht es wirklich so gut? Nein, weißt du was? Mit denen stimmt was nicht. Sie müssen sich für einen wandelnden Supermarkt halten. Meinst du wirklich? Das wäre ja schrecklich. Sei einfach besonders vorsichtig, wenn du etwas zu essen dabei hast. Womit habe ich das verdient? Ich will doch nur was Leckeres kochen. Also, ich gehe da mal. Pass auf dich auf, okay? Ah, halt, du darfst doch nicht gehen. Ich muss dir noch für meine Lebensrettung danken. Bitte nimm das. Fleisch-Deluxe-Gang-Rezept. Oh. Wer bist du dir denn ganz sicher? Absolut, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dir weniger geben würde. Vielen Dank. Nein, ich danke dir. Sollte ich nochmal angegriffen werden, zähle ich darauf, dass du mich rettest. Ja, es würde mich nicht überraschen, wenn sie nochmal angegriffen wird. So. Everything turned out okay. Ja, Gruppe. Können wir gerade nicht, ne? Wir können gerade gar keinen dazu packen. Gegenstände, boah, wir haben gerade richtig viel davon verbraucht, ne? Wir könnten mal die Dragon Balls sammeln, ne? Wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine ungeile Idee, ne? Fliegen wir mal dahin.
Oh nee. So, zack. Los, komm. Der nächste, dich noch, komm. Sehr gut, dann können wir jetzt hier. Ja, genau den Graben hier machen. Dann können wir eigentlich das erlernen, dass wir mal durch die komischen Steingedönsdinger da uns freischalten, ne? Da haben wir auch noch einen Haufen, ne? So, dann gehen wir hier einmal hin. Wir haben noch ein paar Nebenquests und eine Hauptquest, okay. Wir müssen ins Lukadorf. Dann hätte ich gesagt, machen wir das als letztes, oder? Wir machen jetzt erstmal gemütlich Nebenquests, sammeln die Dragon Balls, gucken mal, wen wir freischalten können. Wen wir da wiederbeleben können, die holen wir auf jeden Fall. Vielleicht kämpfen wir noch gegen einen. Müssen wir mal gucken. So, perfekt. Ja, wir müssten. Ich müsste auch irgendwie mal ein bisschen. Ja, ein bisschen sammeln, ne? Ich müsste noch den ganzen Kram sammeln, aber ja. Irgendwie bin ich da immer zu faul für. Mal ein bisschen so Erz und sowas mal farmen. Irgendwie habe ich da gefühlt nie Bock drauf. Ah, da. Nervt nicht. I think I can take this guy. Wir fliegen ein bisschen rum. Ah, Mann. Bam 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 bam. Bam. Sehr schön. Ja, es ist halt jetzt wieder die. Am Anfang, glaube ich, ist jetzt wieder so die ersten paar Level wieder ist schwer. Und dann können wir aber besser durchrushen, ne? Das ist halt wirklich so. So, das. So, dann chillen wir mal hier. Da haben wir die. Wir müssen auch mal wieder mehr Türme kaputt machen, aber gut, das können wir ja alles mal so einfach machen, einfach mal in die Türme wieder fliegen, dann einfach alles kaputt machen.
So, einmal dahin. So, zwei D. Nee, schicke Ohrringe. Ah. Guck mal. Immer schicke Ohrringe. Walder, Verwalder. Geil. A rare fish. Da waren die Zelda-Spiele hier, ne? Das ist ja die neue Map, die wir irgendwie freigeschalten haben, ne? Oh Mann, Mann, Mann. Dann nochmal den nächsten. Los. Machen wir den hier. Gehen wir da hin. So. Wo haben wir da hier die... ich wollte noch schnell was schauen. So. Oh, ist gleich hier um die Ecke, ne? Hier, hier direkt. Da. Wum. Das einmal und jetzt können wir eigentlich hier hingehen, den Dragon Ball uns holen und die Nebenquests dann machen. Und dann sind wir, glaube ich, eigentlich schon fast fertig für diese Folge, ne? Der ist doch bestimmt eh wieder da, wo immer. Nein, ist er nicht. Obwohl wir sind, komm, ich flieg mal ganz schnell ans Blaue. So. I think I can take this guy. This thing looks super tasty. Schauen wir mal, was hier. Hallo, Frau Bulma. Hallo? Hallo, 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 hallo. Naja, also mein Vater ist vollkommen in seiner Arbeit vertieft. Wenn du Zeit hast, könnte ich wirklich deine Hilfe gebrauchen. Wäre das möglich? Ja, logisch. Hi. Ja, wenn es in Ordnung ist, dass ich dir helfe. Danke, das hilft mir sehr. Also, wobei brauchst du denn Hilfe? Naja, es geht um meinen Vater. Mir sind alle Ressourcen erschöpft. Ich könnte es an diesem anderen Ort versuchen, aber wie lange wird es dauern? Siehst du, das geht schon die ganze Weile so. Sobald er sich irgendetwas hineinstürzt, dauert es Ewigkeiten, bis er wieder rauskommt. Er ist ganz alleine hierher gekommen. Ich hatte Schwierigkeiten, ihm zu folgen.
Aber ich bin es leid, mich damit abzugeben, also hoffe ich, dass du mir helfen kannst. Ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß nicht, was ich für deinen Forscher, für einen Forscher wie ihn tun kann. Entspann dich, das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich möchte nur, dass du ein paar Materialien für ihn sammelst. Ah, okay, das schaffe ich. Ah, hey, Papa. Hey, Papa. Was ist, hast du mir noch ein Enkelkind geschenkt? Was, wofür hältst du mich eigentlich? Für eine Babyfabrik? Ich habe jemanden gefunden, der dir hilft. Hier, sag es ihm, was du brauchst. Mal sehen. Boah, das sollte alles sein, was ich gerade brauche. Ich weiß, was du denkst, was soll den ganzen Wirf, wenn wir einen Namen richten. Und alles davon findet sich am selben Ort. Jedes Mal, wenn ich bestelle, wird es an der falschen Adresse geliefert. Ich dachte mir, es wäre schnell, die Sachen einfach selbst zu besorgen, aber hier ist nichts mehr. Es gibt einen anderen Ort, an dem es sich befindet, was ich brauche. Allerdings ist es für mich ein bisschen zu weit weg. Ah, okay, ich kann dich übernehmen. Danke, ich markiere den Ort auf deiner Karte. Viel Glück da draußen. In der Nähe des Ortes, den ich dir gerade nannte, gibt es einen Bergarbeiter, der sich mit den Mineralien auskennt. Rede mit ihm. Alles klar. Okay. Ah, mach mal gleich. Jetzt hole ich mir noch den letzten Dragon Ball. Wir fliegen mal dahinter. Wir müssen hier so in die Richtung, ne? So. So, fliegen wir halt mal in diese Schlucht da rein, ne? Das ist ja irgendwie. Flying sure is convenient, huh? Hä? No real point in heading over there. Ah, scheiße, okay. Wir kommen da nur in diese eine Ecke rein, wird? Also hier einmal, da habe ich mich ein bisschen verflogen, ne? Hier so. Da bin ich auch dieses Gesteinskram drin. Hey, das passt ja perfekt, als hätte man es gewusst, ne? So, dich einmal, Unterstützung, Roboter. Komm, jetzt sind wir eh schon da. Wir machen schnell dann die Hütte hier kaputt. Hä, kriegen wir halt immer richtig gut Kram, ne? Brauchen wir eigentlich auch mal wieder, ne? Ich würde wirklich auch mal sagen, dass wir erstmal den Dragon Ball uns eincachen. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Dragon Balls. Okay. Cell Junior. Cool. Und Apule. Okay. Zweiter Wunsch. Ach, krass. Ach, was, wenn wir jetzt... Wenn wir kriegen jetzt zwei Wünsche... Oh.
Ist ja mega. Ist ja richtig krass. Oh, wir haben dann... Moment, doch nicht. Okay. Ah, okay. Wow, this apple looks delicious. This thing looks super tasty. So sowas Bestimmtes. Ja, komm. So. Let's see. Harten Stein findest du da drüben. Okay. Ah, da. Ja, was? Da vielleicht ist das einer. Dein fucking Ernst, Alter, wo ist dieser Rotz? Alter Verwalter. Sehr schön, was ist das hier? So, großes, findest du da drüben? Mann. Ja. Okay, perfekt. Ich habe die Sachen, die du brauchst. Oh, danke sehr. Du hast alles benötigte Gegenstände übergeben. Na, schau sich mal einer an. Das ist alles, was ich brauche. Gut. Bikini deiner Mutter hat immer mal mit solchen Sachen geholfen. Allerdings hat es mir auch eine richtige... Was? Dann, als ich einen Diamanten gebeten hatte, ist das fast zu fassen. Ja, Mama würde diesmal wahrscheinlich das gleiche machen oder vielmehr würde sie auf jeden Fall machen. Tja, so ist es halt deine Mutter. Aber es war ihre, sagen wir mal, unorthodoxe Denkweise, die mich dazu gezwungen hat, über den Tellerrand zu schauen. Dadurch hatte ich einen freien Kopf und konnte die meisten, wenn nicht sogar alle meine Erfindungen... ja, man könnte also sagen, dass ihr Fehler eigentlich ziemlich hilfreich war. Wow, wirklich? Moment mal, dann hätte ich dir also gar nicht die richtigen Sachen bringen sollen. Warte, ich finde was, wonach du nicht gefragt hast. Bleib da, das ist nicht nötig. Hä? Alles gut, die richtigen Sachen zu bringen war völlig normal. Auf jeden Fall danke für deine Hilfe. Gerne geschehen. Mein Vater sollte jetzt versorgt sein. Ja, das ist alles, was ich brauche. Bleibt nur noch eine Sache. Und die wäre? Ich muss herausfinden, was ich mir während der Arbeit anhöre. Das bekommst du sicher auch alleine hin. Yay! So, jetzt werden wir definitiv noch ganz schnell Shenlong. Ich möchte Apul und Kui kämpfen. Ja, und wieder mal rufen wir Shenlong. Da passiert halt nichts so. Apul wurde mit mittlerer Ebene Bereich. Kui, okay. Mittleren Ebenbereich, okay. Sehr schön. Dann würde ich jetzt hier sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.